Carsten, wir legen jetzt ganz offiziell los. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, liebe Zuschauer, danke, dass Sie so zahlreich dabei sind. Heute das Thema Cloud Foundry, so geht's. Der Carsten Duch und der Carsten Samaschke. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das dynamische Duo. Aber so schlimm sind wir nicht. Besser als tausend Klaus. Das Problem ist, dass der Schritt von Carsten und Carsten zu Klaus und Klaus so weit leider nicht ist. Ach Gottchen. Liebe Teilnehmer, wir haben heute eine schöne, volle Agenda. Wir haben viele Sachen, über die wir reden wollen. Heute gibt es sehr, sehr viel Praxis. Carsten wird heute sehr, sehr viel zeigen. Das ist mal die Agenda. Alles mal auf eine Seite gepresst. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Es ist vielleicht leichter, wenn wir es nachher einfach durchgehen. Wir wollen zunächst aber anfangen, quasi uns über Cloud Foundry Basics zu unterhalten. Danach kommen so Fragestellungen wie, was brauche ich für eine Cloud Foundry überhaupt? Wie lege ich eine Applikation an? Wie kann ich deployen? Wie kann ich unterschiedliche Umgebungen verwalten? Was ist ein Manifest? Wie kann ich damit arbeiten? Wie kann man versionieren? Wie kann ich Docker-Images bereitstellen? Wie kann ich mit Helm arbeiten? Und das ist nur das, was wir vorgesehen haben. Da sind noch nicht unsere schlechten Scherze, Systemabstürze und Dinge, die nicht klappen dabei. Die kommen noch on top. Carsten, wir haben viel zu besprechen, oder? Ja. Liebe Teilnehmer, an der Stelle auch nochmal ganz klar die Bitte, wenn immer Fragen sind, wann immer Fragen sind, einfach raus damit. Wir freuen uns über die Fragen. Wir gehen die gerne auch mit durch. Wird allerdings heute eher in Richtung Ende sein, dass wir uns diesen Fragen dann widmen können. Gut, fangen wir erstmal an. Mit dem Thema Cloud Foundry Basics. Normalerweise habe ich ja in solchen Veranstaltungen 95% Sprachanteil. Die nehme ich mir jetzt bei dem ersten Thema. Danach darf Carsten die ganze Zeit reden. Erstmal so ganz oberflächlich und überblicksartig, so ein bisschen als eine Wiederholung. Was ist Cloud Foundry? Cloud Foundry und bei Cloud Foundry, da dreht sich alles um PaaS, Plattform as a Service. Und Plattform as a Service bedeutet, wir haben eine Abstraktion von der Infrastruktur. Das heißt, die Plattform, die wir einsetzen, die Cloud Foundry Distribution, die entkoppelt uns so ein bisschen von dem, was unten drunter läuft. Wir werden von einer gegebenenfalls laufenden Containerumgebung entkoppelt. Komponenten, die wir haben, also Teile unserer Applikation, werden als Dienste bereitgestellt. Wir haben Continuous Delivery und automatisches Build im Grunde in dieser Plattform mit drin. Die Plattform, über die wir reden, ist eine Cloud Foundry Distribution. Und Cloud Foundry als solches gibt schon ein paar Jahre, feiert im nächsten Jahr seinen 10. Geburtstag, ist 2011 entwickelt worden. Damals mit der Unterstützung für Java, Go und Ruby, ist seit 2015 ein Linux Foundation Projekt, ist Open Source und wird betrieben von der Cloud Foundry Foundation. Es gibt im Cloud Foundry Umfeld verschiedene Distributionen von verschiedenen Anbietern. Uns interessiert heute an dieser Stelle ganz klar die SUSE-Distribution. Das ist die SUSE Cloud Application Plattform. Dafür haben wir den Carsten Duch hier als Experten auch mit dabei. Das Schöne ist eigentlich bei Cloud Foundry-Distribution, dass man im Grunde immer die gleiche Vorgehensweise an den Tag legen kann, obwohl sich die Cloud Foundry-Distribution in ihrem Funktionsumfang durchaus gewaltig unterscheiden. Das werden wir auch nochmal am Rande so ein bisschen mit thematisieren. Die Vorgehensweise und der Funktionsumfang sind halt nicht ganz identisch, aber der Kern ist eigentlich immer der gleiche. Wir haben heutzutage deutlich mehr als nur die zwei, drei Programmiersprachen, die wir am Anfang hatten, als unterstützte Programmiersprachen. Wir haben also sowas wie Go, wie Java, JavaScript, .NET Framework, .NET Core, PHP, Python, Ruby und unter Umständen auch Docker. Und aus Entwicklersicht ist Cloud Foundry halt eine ganz, ganz spannende Situation. Und Carsten, also wir beide, wir sind ja von unserer Herkunft her Entwickler. Und was uns daran begeistert, Carsten, da kannst du nachher ja nochmal, wenn du in der Praxis bist, noch wesentlich mehr darauf eingehen, ist im Grunde dieser Aspekt der schnellen Applikationsentwicklung und vor allen Dingen der Bereitstellung. Die Cloud Foundry macht das einfach für uns. Wir müssen uns da um nichts mehr kümmern. Es gibt ja so Lösungen, die eher in so ein CI/CD-Umfeld reingehen, also Build, Continuous Integration, Continuous Delivery, aber eben nicht diese Abstraktion von der Plattform mitbringen. Da habe ich halt verglichen mit einer Cloud Foundry und Plattform-as-a-Service-Lösung
viel, viel mehr Handarbeit zu leisten. Und ich muss mich um ganz verschiedene Sachen selber kümmern. Eine Cloud Foundry bringt, wenn sie gut aufgesetzt ist und wenn es zum Beispiel eine Cloud Foundry-Lösung ist, die im Container läuft, selber eine ganz gewaltige Skalierung mit schon. Sie hat einen DevOps-Fokus und wir sprechen tatsächlich über Automatisierung statt Handarbeit. Und das sind natürlich Sachen, die halt einen Wert an und für sich darstellen. Jetzt ist halt die Frage an der Stelle, Carsten, auch an dich. Was brauche ich denn jetzt eigentlich, wenn ich überhaupt mit Cloud Foundry, spezifisch mit eurer Lösung, der SUSE Cloud Application Plattform arbeiten möchte? Kann ich einfach so loslegen oder brauche ich da irgendwas an Tools, an, keine Ahnung, Vorbereitungssachen? Was brauche ich? Ja, angenommen, also ist ja die Frage erstmal, hat man das Ganze schon installiert, ja? Oder möchte man erstmal damit erste Erfahrung sammeln? Möchte man es nicht installieren, sondern erstmal damit rumspielen, bieten wir zum Beispiel so eine Developer-Sandbox an. Das heißt, es gibt eine Webseite, wo man sich registrieren kann, unsere Developer-Seite, kann man sich registrieren und dann hat man kostenlos Zugang auf so eine Sandbox-Umgebung, in der man erstmal rumspielen kann und erstmal erste Erfahrung sammeln kann mit Cloud Foundry. Was speziell für unsere Lösung ist, unser Cloud Foundry läuft containerisiert. Das heißt, unser Cloud Foundry läuft in einem Kubernetes. Das heißt, man kann es eigentlich überall da, wo man auch ein Kubernetes-Cluster hat, kann man es eigentlich auch installieren. Das macht die Installation schon mal sehr, sehr einfach und sehr schnell. Wenn ich selber aber dann, wenn ich das installiert habe und dann mit Cloud Foundry arbeiten will, also aus Entwicklersicht, brauche ich eigentlich relativ wenig. Ich habe meinen Quelltext. In dem Quelltext, also den Quelltext habe ich in einem Code-Repository, Git, üblicherweise ist ja heutzutage so der Standard. Das hat man irgendwo in dem Git liegen. Und ja, da muss man eigentlich nur eine kleine Datei anlegen. Das ist eine sogenannte Manifest-Datei, wo dann zum Beispiel der Name der Applikation drin steht. Genau, man kann natürlich auch weitere Parameter konfigurieren, aber kommen wir nachher auch gleich drauf an der Stelle. Sind genau die Sachen. Also in der Vorbereitung oder quasi im damit ich loslegen kann, by the way, bei mir oben links ist jetzt quasi die Adresse mal von der SUSE Cloud Application Plattform Developer Sandbox zu sehen. Einfach hingehen, anmelden und dann nutzen. Wir kommen nachher nochmal auf das Ding ganz kurz zu sprechen, ganz wesentlich da schon mal vorab. Bitte, bitte, bitte nicht für produktive Workloads nutzen. Dafür ist es nicht gedacht, das ist zum Kennenlernen gedacht, ne? Ja. Ganz klar gesagt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich als Entwickler, wenn ich damit loslegen will, ich brauche natürlich eine Instanz, ne? Mit der ich arbeiten kann und ansonsten vielleicht ein CLI, richtig? Kommandozeilen Client gibt es, ja. Den benötigt man aber nicht unbedingt, weil man, ja, wie du auch eben gesagt hast, eigentlich automatisieren möchte. Das heißt, man möchte eigentlich mit Githooks und ähnlichen Sachen halt dann am Ende auch arbeiten. Ja. Okay. Also das heißt, im Grunde, ich brauche die Plattform und einen Browser, oder? Ja, die Plattform und einen Browser, um die Weboberfläche zu erreichen, gegebenenfalls. Und man braucht nur seinen Quelltext. Ja, das heißt, Quelltext ist doch highly overrated. Wofür braucht man den Quelltext? Okay, also das heißt aber, was mir immer so ein bisschen durch den Kopf geht, ich hasse es, wenn ich Tools stundenlang aufsetzen muss. Brauche ich eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Ja, es gibt wirklich nur diesen Kommandozeilen-Client, aber tatsächlich, also ich benutze den so gut wie gar nicht, weil wenn ich etwas mal ganz schnell testen will, mache ich das über das Webinterface, ne, was im Browser läuft. Und wenn ich etwas ordentlich machen möchte, dann nutze ich Automatisierung, dann brauche ich auch keinen Kommandozeilen-Client. Ja. Okay. Oh, Carsten, dann jetzt die für mich wichtigste Frage immer am Anfang. Wie kann ich denn überhaupt loslegen? Wie lege ich denn überhaupt eine Applikation an? Was muss ich denn da eigentlich tun? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, viel brauche ich nicht, aber was brauche ich denn tatsächlich? Ja, letztendlich, ich brauche mein Programm in einem Quelltext, in einer Programmiersprache, die unterstützt wird. Ja. Hast du ja eben schon gezeigt. Ich kann auch gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wie das sehr gerne, braucht. Sehr gerne. In dem Quelltext Repository, also naja, man hat verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, man kann einen Quelltext natürlich in ein Repository ablegen. Das ist natürlich das Ideale, was man auf jeden Fall machen sollte. Man kann aber auch eine ZIP-Datei hochladen. Man kann das auch von seinem lokalen... Ich kann eine ZIP-Datei hochladen? Ja, also wo quasi mein Artefakt schon drin ist.
Das heißt, so in diese Zeiten zurückgehen, wo ich auf dem Dateisystem eine Versionierung gemacht habe? Genau, man kann quasi auch, man kann seinen Quelltext als Archiv sozusagen hochladen. Das kann man machen, wenn man das möchte. Ja? Möchte ich das? Kann man machen. Nein, das möchte man nicht, ne? Aber man kann das machen. Genauso wie man mit dem Kommandozeilen-Client arbeiten kann. Und der Kommandozeilen-Client macht eigentlich auch nichts anderes. Ja? Man geht in das Verzeichnis rein, wo der Quelltext ist, macht einen CF-Push. Der macht dann ein Archiv aus dem Quelltext, lädt das auf den Server hoch, macht eigentlich genau dasselbe. Wie gesagt, Voraussetzung, das Einzige, was man halt haben muss, ist eine sogenannte Manifest-Datei, die heißt Manifest. Und da gibt es halt, ich glaube, ein einziger Pflichtparameter, das ist der Application-Name. Okay, okay. Dann Carsten, du hast ja gerade schon angedeutet, du kannst da mal was zeigen. Ja. Dann zeig doch mal was. Das wäre doch cool. Weil du, ganz ehrlich, reden können wir beide sehr, sehr viel. Die Leute wollen ja was sehen. Okay, dann genau, muss ich den Screen sharen. Ich überlege gerade, wie kriegen wir das wieder hin? Muss ich hier drauf? Du solltest das Recht dazu haben, wenn nicht. Genau. Müsste gleich was passieren. Ja, jetzt. Okay, jetzt habe ich gerade kurz Panik gehabt, das Bild hing. Nee, aber es passiert was. Jetzt ist das Screenshot gestartet. Genau. Geht nicht ohne gute Vorbereitung. Carsten, wie beim letzten Mal, dein Screen ist wieder ein bisschen breiter als das, was wir tatsächlich sehen können. Es kann aber auch an mir liegen. Also vielleicht irgendwie nochmal einen Doppelklick auf den Browser oder sowas machen. Ja, kann man jetzt das Ganze. Also ich kann leider keine Vorschau sehen. Ich teile den gesamten Bildschirm. Ich weiß nicht, wie ich sehe jetzt auf deinem Screen quasi das Git-Repo bis hin zum beim grünen Button Clone or Download. Also das D von Download, das letzte D. Ist angerissen, also noch zu sehen. Also so das sollte aber ausreichend sein. Damit müssten wir eigentlich genügend sehen können. Moment, bis die obere linke Fensterecke oder die untere? Von oben links. Jetzt ist es alles ganz weit reingerückt. Wenn das wieder dein Teams war, ist es gut. Das Problem ist, dass der Firefox aktuell einen Bug hat und man ihn nicht resizen kann, so richtig. Aber jetzt, also so könnte ich damit arbeiten. So kann ich sehen. Liebe Teilnehmer, Sie können ja auch, wieder zurück, Chris, das wäre super. Liebe Teilnehmer, Sie können ja auch im Chat schon mal fragen, während der Carsten seinen Screen hier nochmal gerade zieht. Jetzt sieht man hinten dein Giko so ein bisschen. Ja, aber jetzt ist super zu sehen. Bleibt so, das ist großartig. Für mich ist es jetzt wirklich ganz, ganz klein. Das ist einfach ein Full HD und ich habe jetzt ein Viertel des Bildschirms. Ich weiß nicht, wieso das so komisch teilt, aber gut. Ich habe jetzt hier einfach, ich habe ja gesagt, man braucht einen Quelltext. Ich habe aber so eine Hobby-Beispiel-Applikation liegen mit nicht besonders vielen Dateien drin. Und na gut, die Größe spielt ja keine Rolle, oder? Ja, genau. Ne? Einfach nur mal, um zu zeigen, das ist einfach eine Hello-World-Applikation. Und hier ist auch diese Manifest-Datei drin. Klickt mal drauf. Da gucken wir gleich nochmal rein, ja. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja? Man sieht hier man kann es lesen. Hier steht nicht besonders viel drin. Also hier steht wirklich nur drin Applications. Der Name der Application und Random Route gleich True. Ja, das ist sogar schon optional. Das heißt nur, dass er, wenn ich das Ganze deploye, der Applikation eine zufällige URL, eine zufällige Route generieren soll. Lass uns auf dieses Thema Routen gleich nochmal kommen, dass wir das nochmal dann quasi auch in der Oberfläche uns nochmal anschauen. Aber vom Grundprinzip her, wenn du nochmal zurückgehst auf die Ebene drüber, also nicht auf die Manifest-Datei, sondern auf das Hauptverzeichnis. Das, was ich da sehe, ist doch jetzt wirklich nur stinknormaler, in dem Fall Ruby-Code, ne? Eine stinknormale Ruby-Applikation. Also du hast ja jetzt nichts irgendwie gezaubert oder also ich kenne das ja zum Beispiel, wenn ich mit der einen oder anderen Plattform arbeite, dann muss ich elendig lange Konfigurationsdateien schreiben. Wenn ich mit Jenkins arbeite, muss ich das Jenkins-File zum Beispiel anlegen und sowas alles. Das muss ich hier alles nicht machen. Das richtig? Muss man nicht, nee. Das ist halt das Schöne dabei. Also es ist wirklich Zauberei. Ich kann mal in die Web-Oberfläche hier wechseln. Es ist natürlich jetzt, dadurch, dass ich das Fenster mega klein gemacht habe, ist es... Wir können es super sehen. Teilweise, also es ist sehr zusammengeschoben. Das ganze System letztendlich, ne? Also man hat ja gesehen, im Quelltext-Repository war jetzt nichts wirklich groß Spezifisches drin. Da stand nicht mal drin, hallo, ich bin eine Ruby-App. Wie funktioniert das Ganze? Also wenn ich das deploye, dann schaut er in dem Repository anhand von bestimmten, schaut danach, zum Beispiel nach bestimmten Dateinamen, zum Beispiel, dass er diese app.rb-Datei drin hat,
Und daran erkennt er, oh, das ist eine .ab-Datei oder bestimmte andere Dateien, die auf eine Programmiersprache zurückschließen lassen. Daran erkennt er, welche Programmiersprache das ist. Und stellt dann so, macht er letztendlich die Auswahl anhand des Buildpacks. Buildpack ist sozusagen der programmiersprachenspezifische Teil, den Cloud Foundry damit zusteuert. Man teilt das in verschiedene Layer auf. Man hat unten drunter hat man einen sogenannten Stack. Das ist das Basis Linux, was unten drunter ist. Also wenn ich jetzt da kann ich also mehrere haben. Genau, wenn ich jetzt meine Applikation baue, kann das zum Beispiel auf der Basis von einem SUSE Linux Enterprise 15 sein, SUSE Linux Enterprise 12 oder auf dem CF Linux. Das ist das Cloud Foundry Linux Image. Das ist sozusagen das Image der Community. Das ist erstmal der unterste Layer, der Betriebssystem-Layer, der dann in das Image reinkommt. Und dann das Spezifische für die Programmiersprache, das kommt aus den Buildpacks. Und man sieht, hier stehen Zahlen dran. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und diese Zahlen bestimmen die Reihenfolge, in der der das prüft. Das heißt, als erstes prüft er das eigentlich auf einen Static-File. Also ist das irgendwie, ist einfach nur eine statische Datei drin. HTML-Datei oder sowas, ne? HTML-Datei und so weiter, ja. Oder Nginx. Also Nginx wäre halt auch HTML, aber ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich habe die jetzt hier doppelt, weil die für beide Stacks nochmal anders sind. Ja. Ich habe jetzt mehrere Versionen drin davon, weil ich die Plattform schon länger laufen habe und ich habe die alten nicht weggeschmissen. Aber ich habe dann hier zum Beispiel für Java, für Ruby und so weiter. Und anhand dieser Faktoren prüft er die von oben nach unten durch, bis er eins gefunden hat, wo er sagt, okay, das ist es. Ja. Dann sagt er, okay, es ist jetzt hier Ruby, Ruby-Applikation und dann letztendlich okay, es ist eine Ruby-Applikation, ich muss das jetzt mit diesem Buildpack zusammen und dem passenden Stack zusammenbauen. Und dann baut er die Applikation. Was macht er genau beim Bauen? Stellt er jetzt irgendwie, also zieht er sich das auf eine dedizierte Umgebung, also intern, packt dort den Quellcode hin, lässt dann je nach Programmiersprache einen Compiler drüber laufen, baut dann wieder so eine Art Applikations-Schrägstrich, ich will das Wort nicht benutzen, aber Schrägstrich Container oder Docker-Image zusammen, was er dann irgendwie macht. Also was passiert da, wenn man so ein bisschen ins Detail reinguckt? Also tief im Detail ist es tatsächlich so, als erstes, er lädt den Quelltext runter. Klar, ja. Er lädt den Quelltext aus dem Repository runter. Dann erstellt er eine Bildumgebung, wo er das Ganze macht. Das heißt, er erstellt erstmal mit einem Stack einen Container. Schaut dann natürlich, welche Programmiersprache das ist, fügt das Buildpack hinzu, packt diesen Quelltext da rein. Also das ist tatsächlich ein Container. Aber es ist ja, Carsten, das ist ja eine echt aufwendige Arbeit, die da im Hintergrund läuft. Also wenn ich mir angucke, wenn ich das bei zum Beispiel Jenkins bauen sollte, nur das, was du gerade beschrieben hast, dann sitze ich ja erstmal Stunden, wenn nicht sogar halbe Tage an der Konfiguration von dem ganzen Ding, die Build-Pipeline irgendwie zusammenbauen, tunen oder sonst sowas. Also das ist schon erstaunlich. Also wir sind jetzt völlig, völlig abseits von, dass ich das Produkt natürlich auch kenne, aber ich finde es immer wieder erstaunlich einfach, das eben zu sehen. Also was da an Logik mit drin ist. Limitiert mich das eigentlich an der Stelle? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen biased. Also jetzt nicht negativ biased, also nicht dieses nur so, wie wir denken, aber es hat ja eine bestimmte Vorgehensweise, die das quasi an den Tag legt. Limitiert das dann irgendwo auch? Also gibt es so Sachen, die man vielleicht damit nicht macht? Ja, letztendlich hat man natürlich, man hat einen sehr vorgegebenen Weg, den man gehen muss. Ja? Okay. Moment, jetzt druckt meine Tochter gerade auf dem Drucker neben mir. Großartig. Das tut mir sehr leid. Es ist nicht gut zu hören, also mach dir keine Sorgen. Ja, er springt gerade erst an. Ich erzähle einfach weiter. Und laut. Kann auch sein, dass der Drucker einfach Reinigungsprogramme anhat. Ich hätte ihn vorher ausmachen sollen. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Also ich habe gefragt, ob es bestimmte Sachen gibt, die man vielleicht besser damit nicht macht an der Stelle. Genau. Also man hat einen sehr vorgegebenen Weg. Das ist natürlich schön, solange man diesen vorgegebenen Weg auch so gehen möchte. Möchte man natürlich etwas Hochspezielles machen, muss man sich dann überlegen, baue ich mir dann selber zum Beispiel ein Buildpack. Ja? Also wenn ich dann halt mit einem vorgefertigten Buildpack klarkomme, kann es halt sein, dass ich mir selber eins bauen muss. Also Ist das super aufwendig, ein Buildpack zu bauen oder gibt es da auch, ich weiß nicht, Vorlagen für diese Buildpacks?
Es ist relativ einfach. Also das Schöne ist, bei Cloud Foundry, das ist ja aus der Community, und es gibt sogar ein community-gestütztes Tutorial, also so ein Kurs, den man machen kann. Und das Schöne dabei ist, in diesem Kurs, der wirklich für Einsteiger ist, wird sogar beschrieben, wie man so ein Buildpack baut. Also es ist eine relativ einfache Sache, tatsächlich, so ein Buildpack zu bauen. Das kann jeder hinkriegen. Man kann ein fertiges Buildpack nehmen, das einfach anpassen. Das ist das Einfachste, dass man das anpasst an seine eigenen Herausforderungen letztendlich. Was man aber auch machen kann, ist natürlich eins from scratch zu bauen. Ich weiß, auf der letzten Cloud Foundry Summit zum Beispiel, hatte ich einen Kunden von mir, der sich auch gerade frisch mit der Plattform beschäftigt, der hat dann einfach mal ein Machine Learning Buildpack selber gebaut. So als Hackathon-Aufgabe. Ja, also das fand ich echt cool, wie einfach das doch ist. Also der hat innerhalb von 24 Stunden ein Buildpack gebaut, womit man Machine Learning Modelle einfach laufen lassen kann. In einer Programmiersprache, die sonst nicht unterstützt wird da. Das ist klasse. Also das heißt, ich bin nicht festgelegt auf das, was da mit Zane-mäßig ausgeliefert wird. Ich kann mich da auch wieder, ich kann da customizen, ich kann da anpassen, wie ich es brauche. Ja. Carsten, aber sorry, jetzt tut mir leid, jetzt zeig doch endlich mal, wie ich das mache. Also jetzt nicht den Buildpack bauen, darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal noch, sondern wie kann ich jetzt tatsächlich meinen Code da reinbringen? Ja. Wenn ich ihn nicht irgendwie mit ZIP-Archiv hochladen möchte. Genau. Ich habe ja hier meine Beispielanwendung, ne? Die liegt bei GitHub. Okay, wenn wir die jetzt deployen wollen würden, könnte ich jetzt hier in der Oberfläche auf Applications gehen. Ich sehe, hier laufen schon ein paar Applikationen, unter anderem läuft auch diese Ruby Sample App schon, aber ich wähle jetzt mal einen leeren Bereich. Also man muss dafür wissen, Cloud Foundry ist erstmal in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das heißt, Struktur ist in Organisationen und Spaces aufgeteilt. Das ist halt auch wichtig, um Rechte zu vergeben. Um dann bestimmten Usern bestimmte Rechte zu geben. Oberste Schicht sind die Organisationen und darunter gibt es dann sogenannte Spaces. Ich habe jetzt mal hier ein Space-Webinar angelegt. Wie man sieht, der ist auch leer. Und jetzt kann ich oben auf das Plus klicken und eine Applikation anlegen. Carsten, du musst einen Moment immer warten, bis das wirklich sichtbar wird. Ja. Jetzt sieht man es. Was man hier sieht, ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, von wo ich deployen kann. Ich kann von GitHub deployen, von GitLab, von einem öffentlichen Git, wo ich halt letztendlich Netzwerkerreichbarkeit habe. Ich kann ein Docker-Image auch hochladen. Ich kann ein Archive hochladen. Ich kann sogar einen Folder hochladen. Oder ich kann mir hier eine Shell aufmachen und dann per Shell selber was. Das könnte ich auch machen. Wir wollen natürlich das Ganze jetzt mal von einem Git machen, darum wähle ich jetzt Git aus. Jetzt dauert das ein bisschen, bis das entsprechend angezeigt wird. Sag mir Bescheid, wenn du den nächsten Screen siehst. Ich sehe immer noch, jetzt sehe ich Select a Cloud Foundry Instance Organization Space for you. Okay, wunderbar. Genau. Ja, also jetzt kann ich nochmal das, was ich eben schon vorausgewählt habe, nochmal bestätigen, dass ich jetzt hier das in dieser Cloud Foundry Instanz haben möchte. Das heißt, diese Plattform kann auch mehrere Cloud Foundries gleichzeitig anbinden. Das ist nur eine Oberfläche, wo ich sagen kann, mein Cloud Foundry mal eins, was bei mir läuft, das andere läuft in der Public Cloud und so weiter. Ich kann mehrere damit steuern. Carsten, ganz kurz, da kommst du auf einen ganz wesentlichen Punkt vielleicht nochmal. Das ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, dass wir darüber ganz kurz sprechen, ohne dass es vorbereitet worden ist. Du sagtest gerade, mit der Stratus-Konsole kann ich mehrere Cloud Foundry Instanzen verwalten oder kann das auf mehreren Cloud Foundry Instanzen machen. Ein ganz wesentlicher Aspekt von Cloud Foundry ist, dass die Cloud Foundry ja dort installiert ist, wo die Applikation dann später auch laufen soll. Genau. Also es ist nicht irgendwie so ein Tool, was remote liegt, bezogen auf die Laufumgebung später, sondern die Cloud Foundry ist im Grunde dort, wo es ausgeführt werden soll. Richtig? Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein eingeschränkter Use Case, in gewisser Weise, weil das setzt voraus, dass ich die Applikation halt auch wirklich selber baue, in der Regel. Ja, das ist halt für Leute gedacht, die selber Applikationen bauen. Es ist weniger, sag ich mal, für Kunden gedacht, die fertige Container-Images angeliefert bekommen. Dafür gibt es andere Möglichkeiten, die sind dann sinnvoller. Ja, wenn ich jetzt wobei wir haben ja unten zum Beispiel sowas wie Helm stehen. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Genau, dann wäre halt eine pure Kubernetes-Umgebung wahrscheinlich eher die sinnvollere Lösung. Okay. Also mit Helm zum Beispiel. Ganz genau. Und aber hier geht es wirklich darum, ich kann hier mehrere Oberflächen mit verwalten, damit ich auch sagen kann, ich habe zum Beispiel in der Public Cloud eine Umgebung oder verschiedene Public Clouds international oder so verteilt.
kann das Ganze halt in Organisationen aufteilen, Space aufteilen, mit verschiedenen Rechten und so weiter. Das ist also sehr... Und dann wird sehr quasi mit demselben Quellcode im Zweifelsfall auf der jeweiligen Umgebung gebaut. Genau. Und dort wird dann auch bereitgestellt. Ganz genau. Okay, gut zu wissen. Gut. Ich hoffe, man sieht den Screen jetzt gleich. Im nächsten Screen kann ich jetzt auswählen, was möchte ich denn tatsächlich deployen. Mhm. Das heißt, ich habe hier Möglichkeiten, ein Projekt anzugeben. Und ich gebe jetzt hier mein Projekt an und er macht automatisch ein Lookup bei GitHub dann, ne, was in meinem Account denn auch da ist an öffentlichen Projekten. Ich gebe dann die Ruby Sample App an. Mhm. Er lebt das hier sogar, zeigt sogar mein Bild an, was ich da hinterlegt habe. Schönes Bild. Ich sehe den Branch und kann dann weiterklicken. Jetzt dauert es wieder ein bisschen, bis man das Ganze sieht. Genau, hier ist sogar noch von unserer letzten Demo von vor 2 Wochen sogar noch ein Commit drin. Habe ich natürlich nicht. Ich kann das sogar auf einen bestimmten Commit wirklich fixen. Ganz genau. Ich kann hier auf einen gewissen Commit gehen. Ich nehme jetzt mal nicht den, den ich für dich geupdatet habe, sondern ich nehme jetzt hier die langweilige Version, die Boring, den Boring Commit. Nehme jetzt mal einen älteren Commit und klicke auf Next. So, und jetzt. Das ist ganz interessant. Wir haben eben kurz einmal über die Manifestdatei gesprochen. Ja. Und in diesem Screen, ja, der heißt auch Overrides, also hier kann ich Werte überschreiben, die normalerweise in einer Manifestdatei drinstehen. Zum Beispiel Applikationen. Du überschreibst hier quasi das, was da drinsteht in dieser Manifestdatei. Das heißt, alle Informationen, die du hier siehst, kannst du tatsächlich theoretisch, aber auch schon in der Manifestdatei vorgeben. Ganz genau. Ja, also das sind eigentlich die Sachen, die ich in der Manifestdatei in der Regel festlegen könnte. Kann ja zum Beispiel den Applikationsnamen überschreiben, kann die Anzahl der Instanzen, also wie oft ich diese Applikation deployen möchte, kann ich hier festlegen, weil Cloud Foundry ist für statuslose Applikationen gemacht und da skaliert man in die Breite. Ja? Das heißt, hier haben wir... Wie skaliert Cloud Foundry eigentlich, by the way? Wie skaliert ein Cloud Foundry? Wie machen die das? Also starten die eine fixe Anzahl an Instanzen oder kann das auch dynamisch werden? Also Wenn ich das so erstmal deploye, kann ich das halt standardmäßig bitte eine Instanz deployen von Applikationen. Ich kann natürlich auch diese Anzahl der Instanzen ändern. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, Autoscaling zu nutzen. Ja, es gibt ein Autoscaling-Modul, das wird, glaube ich, sogar, ich habe es jetzt hier nicht installiert, aber damit kann ich sogar in der UI dann Autoscaling sogar Parameter festlegen und so weiter. Und kann dann wirklich Autoscaling machen. Das wird dann von euch, also bei eurer Cloud Foundry Distribution, wird es ja dann direkt im Grunde auf ein Kubernetes Autoscaling übersetzt, ne? Ja, das ist ja, also unter der Haube läuft das ja in diesen sogenannten Diego Cells. Ja. Und natürlich, dadurch, dass es bei uns im Container läuft, in Kubernetes läuft, läuft diese Diego Cell auch jeweils in einem Container. Die läuft natürlich idealerweise auf jede Diego-Cell auf einem eigenen Worker-Knoten in Kubernetes. Alles andere würde keinen Sinn machen von der Skalierung her. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kubernetes-Cluster habe mit 5 Worker-Knoten, würde ich vielleicht 5 Diego-Cells machen, damit ich dann halt darauf dann entsprechend halt auch meine Applikation deployen kann. Und dementsprechend kann ich in die Breite skalieren. Natürlich kann ich mehr als 5 Instanzen mal Applikation deployen. Klar, dann hat er quasi auf einem Worker 2, 3 Instanzen oder sowas laufen. Ganz genau. Wäre dann nicht HA im Sinne bezogen auf den Worker selber, also High Availability, wenn der halt runter ist, sind halt gleich 3 Instanzen weg. Aber trotzdem hättest du ja mehrere Instanzen da quasi laufen, dass wenn eine Instanz runterfällt, dass du dann immer noch eine Applikation hast. Ja, aus Performance-Gründen, wenn es jetzt erstmal nur um die Performance geht, meine Anwendung ist ja in der Regel nicht so groß, dass sie den kompletten Worker-Knoten auslastet. Von daher, wenn es ganz um die Performance geht, einfach, dann macht das natürlich Sinn, da entsprechend in die Breite zu skalieren. Ja. Da ist nämlich dann auch das nächste interessant. Man kann die Quotas festlegen. Wollte ich gerade darauf hinaus. Ich sehe da Quotas. Genau. Ne? Also wie viel Festplattenplatz gebe ich da? Wie viel Memory darf meine Applikation haben? Sowas kann ich da festlegen. Ah, Obergrenze an der Stelle, ja. Ja, aktuell ist es unbegrenzt, aber ich kann es natürlich festlegen. Ich sollte es auch idealerweise festlegen. Ich lasse es jetzt hier mal. Ja, ich kenne da so Java-Applikationen, die gerne mal viel Memory benutzen wollen. Ja, also was bei dabei nichts gegen Java ist, sondern eben einfach in der Natur der Sache dort liegt, so wie Java eben gestaltet ist. Ja. Okay. Also als Best Practice würde ich zum Beispiel sagen, weiß ich was, Memory-Quota 2 GB oder sowas.
Und das ist dann die Obergrenze. Mehr steht nicht zur Verfügung. Was passiert denn eigentlich, wenn dieses Quota dann gerissen wird? Also der kann dann einfach nicht mehr aufbauen oder fällt dann, weiß ich nicht, die Ressource runter oder was passiert dann? Ja, letztendlich hängt das von der Anwendung auch ab, ne? Okay. Was das für eine Anwendung ist. Wenn, wie du schon gesagt hast, eben eine Java-Anwendung, wenn die dann irgendwie dann irgendwann Out-of-Memory-Exceptions oder sowas schmeißt, das ist dann das Problem der Anwendung letztendlich, wenn die nicht so gut programmiert ist. Dann solche Sachen könnte ich natürlich, wenn ich das tun würde, wenn ich das entsprechend analysieren würde, könnte ich sowas natürlich halt auch mitbekommen und dann entsprechend die Werte höher setzen. Wobei ich da auch denke, gegebenenfalls sollte man auch als Entwickler durchaus darauf achten, wie viel Speicherbedarf so die eigenen Anwendungen haben. Dass man das sollte vielleicht auch ich vorher testen, ne? Ja, dass man das auch entsprechend mal überdenkt, ob da vielleicht an der einen oder anderen Stelle was vielleicht nicht ganz optimal programmiert wurde, wenn der Speicherbedarf zu hoch ist. Ja, das machen leider die wenigsten. Ja. Du bist jetzt hier bei Routen. Genau. Die Routen haben wir das letzte Mal schon mal ganz kurz angesprochen. Du hast vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Was war jetzt nochmal die Route? Genau. Bei Cloud Foundry, ich habe letztendlich für eine Cloud Foundry-Umgebung habe ich erstmal eine sogenannte Default Domain, also so eine Standard-Domain. Ich habe jetzt hier meine Umgebung, läuft unter cap.suse-demo.com zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Anwendung unter anwendungsname.cap.suse-demo.com zu veröffentlichen. Ah, okay. Ja, könnt ihr jetzt hier quasi sagen, Samaschke. Ein super Name. Nicht schreiben zum Beispiel Samaschke, sondern wird er unter samaschke.cap.suse-demo.com das Ganze veröffentlichen. Carsten, stopp, Schluss, genau so. Das ist die eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit ist, ich kann das auch beim Pfad machen. Hier könnte ich dann zum Beispiel durch hinschreiben. Das heißt, ich könnte cap.suse-demo.com/durch. Kann da. Klingt aber nicht so gut wie Samaschke. Also, ja. Mir leid. Also. Noch okay. Besser ist es vielleicht, wenn ich sage, wenn ich mich nicht entscheiden kann, ja, ich stelle einfach einen zufälligen Namen, dann lässt er den Namensgenerator darüber laufen und generiert dann irgendwie okay. Lucky Lizard oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie so einen Namen. Und, was passiert eigentlich, wenn ich sage, do not create a root? Das kann ich auch machen, dann deployt er die Anwendung, ohne eine Route zu erstellen, dann ist die Anwendung erstmal nicht erreichbar, nicht aufrufbar, bis ich dann... Das heißt, das würde ich zum Beispiel nutzen für so Sachen, die im Hintergrund laufen. Wenn ich also zum Beispiel irgendwie so eine Art automatisiertes Processing von irgendwelchen Daten habe oder sowas, was ich gar nicht nach draußen exponieren möchte, sondern was eben zum Beispiel nur mit meiner Datenbank interagiert oder mit meiner Message Queue oder sowas. Zum Dafür Beispiel, könnte ja, benutzen. Oder wenn ich noch irgendwie noch nicht genau weiß, wie es veröffentlicht wird, oder ich möchte eine laufende Anwendung ersetzen, will vielleicht erstmal gucken, ne, ob es deployed, ob es gebaut wird und danach dann halt die Route halt manuell darauf legen. Mhm. Das kann ich auch. Ich kann immer nachträglich auch Routen hinzufügen, wegnehmen. Eine Anwendung kann beliebig viele Routen haben und eine Route kann auch beliebig viele Anwendungen haben. Ja, das wie heißt, funktioniert das dann? Also wenn dann zum Beispiel unter Samaschke Cap.suse-demo kommt. Super Name. By the way, super Name. Ja, also. Ja, dann wenn das der Fall wäre, dann würde er einfach Round Robin über diese Anwendung gehen. Ah, ersten Aufruf okay. Die erste Anwendung, beim zweiten Aufruf landet auf der zweiten, beim dritten auf der dritten. Das heißt, ich habe da quasi meine Load Balancing Funktionalität im Grunde darüber dann so ein bisschen auch abgebildet. Ganz genau. Ganz genau. Okay, cool. Coole Sache. Okay, was haben wir noch an Parametern? Ich kann zum Beispiel auch nur das Bauen testen, ohne die Applikation zu starten. Also auch das geht. Okay. Also wenn ich erstmal nur testen will, funktioniert das Bauen, möchte es gerne starten. Und es ist tatsächlich auch so, in dem automatisierten Build-Prozess von Cloud Foundry ist es sogar so, wenn ich das mit Kommandozeile mache, er baut erstmal alles, schickt dann den Request zurück an den Client und dann sagt der Client, okay, wenn das geklappt hat, dann starte die Applikation jetzt auch. Also das ist tatsächlich auch von der Arbeitsweise in Cloud Foundry explizit so vorgesehen, dass ich bauen kann, ohne etwas zu starten. Also nur, um erstmal das durchzutesten. Das heißt, ich nehme nicht plötzlich aus Versehen irgendwas in Betrieb, was ich eigentlich vielleicht gar nicht möchte. Genau. So. Okay. Cool. Jetzt kann ich hier zwischen den Stacks auswählen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir unterstützen SUSE Linux Enterprise Server 15, 12 und dieses Community. Ja, da kann ich dann halt auch
dazwischen auswählen. Sind das eigentlich, Carsten, sind das eigentlich die einzigen Stacks, die unterstützt werden? Oder kann ich da auch andere Linux-Derivate, auch wenn sie niemals so gut sind, mit unterstützen? Also das sind die, die von uns kommen, die wir mitliefern. Okay. Es kann sein, dass es andere gibt in der Community, aber dieses CF Linux, das ist quasi das Cloud-Founded Community Linux, basiert, ich weiß gar nicht, auf Debian oder Ubuntu, irgendwie sowas. Wir empfehlen natürlich, das SUSE Linux zu nehmen, weil dann können wir den Support halt komplett auch bis auf die Linux-Ebene runter machen. Haben wir halt auch, das Community Linux kommt aus der Community. Für die SUSE Linux machen wir selber die Updates, also da haben wir das selber in der Hand. Das ist natürlich für eine Supportbarkeit deutlich besser. Aber wenn jemand zum Beispiel unbedingt CentOS will, dann wird er da höchstwahrscheinlich irgendwie in der Community fündig werden, kann den entsprechenden Stack dann eben mit einbinden und dann das Einzige, was er dann halt nicht hat, was mich extrem stören würde in einem produktiven Umfeld, wäre eben, dass er keinen dann Professional-Grade Support bis auf die Linux-Ebene runter hat, sondern dann ist eben Schluss an der Stelle, wo eben Cloud Foundry aufhört, ne? Genau. Das ist eben das Risiko, was ich gehen muss. Ne? Genau. Aber also ich bin jetzt nicht zwingend ausschließlich im grünen Stack angesiedelt. Ich kann, auch wenn es sein muss, auf dem orangenen Stack oder auf den roten Stack gehen, auch wenn wir alle wissen, dass grün eine viel, viel schönere und ökologische Farbe ist. Ja. Genau. Ja, dann kann ich als nächstes mein Buildpack überschreiben. Ne? Wir haben eben schon gesagt, ich kann eigene Buildpacks definieren. Könnte ich jetzt hier angeben, halt, wenn ich ein eigenes hätte. Hier steht Custom Build Pack by Name or Git URL. Das heißt, ich könnte entweder da den Namen angeben, dass er ein anderes. Wenn du ihn lokal schon hast, wahrscheinlich, ne? Was ich schon in diesem System abgelegt habe. Oder ich könnte eine Git URL angeben, man wird da von Git automatisch das runterladen, das auch noch bauen und so weiter. Das kann man auch machen. Selbes mit einem Docker-Image. Ich könnte auch ein Docker-Image angeben, was er hier nehmen soll. Username dafür noch und so weiter, mit dem der da das laufen soll. Also auch das kann man machen. Startkommando ändern, Health-Check überschreiben. Was macht der Health-Check an der Stelle? Kannst du da was zu sagen? Ja, letztendlich, wir haben ja eben gesagt schon, das Ganze kann ja auch in Breite skalieren. Ja. Du musst ja irgendwie feststellen, funktioniert diese Applikation noch? Beim Webserver ist es relativ einfach. Da würde man, oder bei einer Webanwendung ist es relativ einfach. Angenommen, ist jetzt unter samastri.capsuse.com veröffentlicht. Wie testet man das? Man ruft das auf, kriegt man eine 200 okay von dem Webserver, ist die Anwendung in Ordnung. Kriegt man irgendwie 501 oder irgendwie einen anderen Fehler, dann läuft sie nicht. Hat man jetzt aber eine Anwendung, die einen ganz spezifischen Fehler liefert, wo man wirklich was ganz Spezifisches abfragen möchte, kann man natürlich den Health-Check ändern. Kann zum Beispiel einen gewissen Port abfragen, gucken, was da für eine Antwort kommt und ähnliche Sachen. Also das kann man natürlich. Das heißt, ich kann das tatsächlich auf meinen Kontext wirklich anpassen und ich habe aber sowas wie einen Health-Check dabei. Das heißt, die Applikation läuft nicht einfach wild durch die Gegend, sondern ich definiere halt irgendwie einen Port oder ein bestimmtes Protokoll oder der soll auf einen bestimmten Prozess gucken, der da läuft oder eben auch nicht mehr läuft. Ne? Ja. Und dann kann ich halt hingehen und sage halt, das ist jetzt quasi die Stelle, an der ich dann entscheiden werde, ob die Applikation noch läuft. Und dieser Health-Check-Timeout, der da gerade eben auch zu sehen war, der legt im Grunde fest, wie häufig quasi geprüft wird, ne? Ja, wie häufig, beziehungsweise ne, ist ja nicht der Intervall, es ist halt der Timeout. Ne? Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, irgendwie 60 Sekunden. Ah, falls die Applikation läuft, dass er dann quasi sagt, okay, der darf jetzt 5 Sekunden brauchen, bis was zurückkommt. Zum Beispiel. Ne? Okay. Das ist nicht der Intervall. Ich denke, oder ich bin mir relativ sicher, dass es in einem Manifest noch mehr Parameter gibt. Es gibt hier in der Dokumentation von Cloud Foundry, gibt es ein ganzes Kapitel darüber, App Manifest Attribute Reference, mit allen Attributen, die man so festlegen kann. Also da gibt es jede Menge Attribute, auch was man da sonst noch so festlegen kann. Da lohnt es sich, was auch mal reinzublicken. Ich habe es mal hier aufgemacht gehabt. Aber da funktioniert dann auch wieder wirklich das die Standard-Cloud-Founded-Dokumentation. Das heißt, ihr verdreht da nicht irgendwas, ihr geht da jetzt nicht hin und sagt, wir machen jetzt hier die SUSE-Spezifika rein oder sowas. Das macht ihr nicht. Nee, absolut nicht. Also es ist sogar so, diese Web-Oberfläche, die man hier sieht, die wurde zwar von SUSE entwickelt, die ist aber von SUSE in die Cloud-Foundry-Community gespendet worden. Ist ein offizielles Projekt. In Cloud Foundry.
Das heißt, auch andere können das installieren, können das über den Cloud Foundry Modul Shop oder wie auch immer heißen mag, sozusagen sich runterladen, installieren in ihrem Cloud Foundry. Ob das von SUSE kommt oder nicht, ganz egal. Gibt natürlich eine gebrandete Version, die wir in unserem Produkt drin haben, wo dann SUSE-Farben drin sind. Gibt auch eine neutrale Version, die halt nicht in SUSE-Farben ist. Quelltext ist bei GitHub natürlich erreichbar. Großartig. Genau. Jetzt haben wir quasi diese ganzen, jetzt haben wir schon ganz viele Fragestellungen, by the way, auch schon beantwortet, ne, die wir durchgehen wollten. Erinnere dich mal an die Agenda. Da war ja ganz viel schon auch mit Manifest. Ja. Was kann ich damit machen? Wie kann ich es überschreiben? Meine Applikation läuft aber immer noch nicht, oder? Also unter samaschke.cap.susedemo.com ist immer noch nichts erreichbar. Ich habe gerade mal eben geprüft im Browser. Also da war genau, noch nichts. Genau. Ist so, also würde sowieso bei dir nicht gehen, weil das nur intern erreichbar ist, nur innerhalb des VPNs, das ist meine Testumgebung. Aber ich deploy jetzt mal. Ich habe aber auch Random Route gesagt. Oh, okay. Ich habe zu lange erzählt, meine Session ist abgelaufen. Großartig. Ich habe zu lange erzählt, ich habe so lange erzählt auf der einen Seite, dass meine Session abgelaufen ist. Ich mache das Ganze nochmal gerade. Ich hoffe, es geht jetzt. Wir wollen jetzt nur noch die Applikation bereitstellen. Ja, ich klicke mich einmal durch. Während du das machst, also mich interessiert das wirklich brennend, also während du das machst, muss ich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Update dieser Applikation dann habe, muss ich dann jedes Mal wieder diese ganzen Schritte durchlaufen? Also mache ich mich da jedes Mal so tot oder gibt es da irgendwie so eine Art einfachen Update-Mechanismus? Erkennt er das vielleicht sogar selbstständig, dass es irgendwo ein Update gibt? Kann ich das vielleicht triggern oder sowas? Du hast vorhin das Wort Webhook in den Mund genommen gehabt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Automatisierung letztendlich. Ne? Das, was wir jetzt hier machen, alles manuell in der Web-Oberfläche, das kann man machen, das ist gut für eine Demo, ist aber nicht der optimale Weg. Es geht ja darum, eigentlich so ein Deployment zu automatisieren. Ne? Also man sieht das hier, es läuft auch, passiert auch was. Das Ideale ist natürlich, das zu automatisieren. Man kann ja bei Git sogenannte Hooks festlegen, die dann halt automatisch Sachen machen. Und ich meine, einer meiner Kollegen sitzt auch gerade dabei, das Ganze auch mal zu dokumentieren für unsere Sandbox-Umgebung, wie man sowas automatisieren kann. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich da ein Blue-Green-Deployment gezeigt, wie man quasi ein Update machen kann von Applikationen. Und der Kollege zeigt, automatisiert gerade genau das mit Git-Hooks. Also Git-Hook ist sozusagen, ein Hook ist etwas, was automatisch etwas anschmeißt, sobald irgendein Ereignis passiert. Das heißt, sobald zum Beispiel ein Commit von einer Quelltextänderung in Git passiert, wird automatisch irgendwo was ausgeführt. Das ist genau das, was man hier halt dann auch automatisieren kann, dass man vollautomatisch dann Cloud Foundry sagt, hol mal die Applikation neu mit dem letzten Commit. Ja, ja. Da reden wir auch in 2 Wochen, zumindest in dem übernächsten Webinar, reden wir darüber auch nochmal dediziert, wie wir das nämlich, wie wir wirklich Cloud Foundry in so einen Entwickler-Workflow auch reinkriegen können, wie das funktionieren kann, wirklich aus einer reinen Entwicklersicht. Jetzt, wie gesagt, Oberfläche wunderbar, aber wie gesagt, die meisten Entwickler sind ja eher Leute, die dann gerne in ihrer Entwicklungsumgebung erzeugt tippen und dann speichern und committen und dann soll das alles vollautomatisch laufen. Mhm. Genau darüber reden wir dann im übernächsten Webinar auch noch. Also da hoffe ich, dass der Kollege, ich vermute, ich kenne ihn auch, dass der Kollege bis dahin damit fertig ist. Wenn nicht, hat er ein bisschen mehr Druck bis dahin. Ne? Aber das, wie gesagt, das werden wir nochmal... Pardon, das werden wir dann nochmal zeigen. Das ist 2 Wochen. Da ist Feiertag. Ja, das kann sein. Wie gesagt, deswegen sage ich ja ganz vorsichtig übernächstes. Dann eben in 3 Wochen. Dass wir an der Stelle das dann eben auch nochmal in Ruhe zeigen, damit wirklich auch diejenigen, die tatsächlich einen Entwicklungshintergrund haben, dann im Grunde mehr oder weniger eine Art Blaupause. Warte mal, dieser Pun muss jetzt erlaubt sein, eine Art Grünpause von uns bekommen, wie man das tatsächlich auch machen kann. Das werden wir mal ein Beispiel von der Application, also von der Developer Sandbox machen, sodass man da eben auch so ein bisschen gucken kann. Ja. Sehr gut. Ich nur mal zeigen wollte. Gerne. Man sieht jetzt das, was ich eben gesagt habe. Also er ist hier die Buildpacks durchgegangen zum Beispiel. Hat dann herausgefunden, es ist das Ruby-Buildpack,
hat das Ganze gebaut, hat sich die Bestandteile runtergeladen, hat den Container gestartet und so weiter. Das kann man hier auch durchaus nachverfolgen. Ja? Ich will jetzt hier nicht auf den gesamten Log eingehen, aber letztendlich genau das, was ich erzählt habe, kann man nachvollziehen. Und am Ende des Tages hat man einen laufenden Container, eine Instanz davon und die Applikation hat halt hier den Status und hat eine Random Route, hat es jetzt genannt, Webinar Wise Mouse CL. Das ist ein wunderschöner Name, den hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Ja, genau. Carsten, ich habe noch so 1, 2, 3 Fragen in Anbetracht unserer etwas fortgeschrittenen Zeit. Würde ich jetzt mal ganz kurz in mein Screensharing nochmal umschalten. Also es wäre ganz cool, wenn du deins kurz stoppen könntest. Ja. Webinar Weißmaus, das ist fast so schön wie Samaschke. So, Sekunde, jetzt muss ich mich hier erstmal wiederfinden. Das ist alles nicht so einfach. PowerPoint. Also, ich habe noch so eine Frage, das ist noch nicht die Frage, sondern du hast es vorhin schon mal so ein bisschen mitgezeigt, aber mich würde es einfach nochmal interessieren, versionieren und mit verschiedenen Branches arbeiten. Mache ich quasi, wenn ich das Deployment anlege, ne? Also wenn ich die Applikation dort definiere, richtig? Genau. Okay. Gibt es da irgendwas, was ich auch noch irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, so typische Do's, Don'ts oder was auch immer? Ja, natürlich. Letztendlich, grundsätzlich, wenn man mit Git arbeitet, mit Branches, gibt es grundsätzlich erstmal Sachen, wo man sich dran halten sollte. Ja. Dass zum Beispiel nicht jeder einfach einen Stable Branch deployen darf und so. Also dass sowieso in der Produktion nicht einfach jeder irgendwie Stable deployen darf, sondern meiner Meinung nach Stable Branch immer nur automatisiert deployen. Etwas in einen Stable Branch reinpacken, in den Master sozusagen, das darf sowieso nicht jeder. Das müsste einmal ein Release Manager machen oder jemand, der sozusagen den Hut auf hat, aber den grünen Hut. muss man halt drauf achten. Letztendlich die grundlegenden Regeln, ja, wenn man mit zur Versionierung arbeitet, die gelten halt hier auch. Okay, das war genau der Punkt, wo ich jetzt gerade auch nochmal nachgefragt hätte. Also ich muss im Grunde nur meine normalen Git-Regeln beantworten oder beachten, das war das Wort. Und dann bin ich da sauber an der Stelle. Okay, wichtig an der Stelle. Dann eine Frage, die ich immer wieder auch gestellt bekomme, die ich jetzt einfach mal an dich weitergebe. Kann ich und wenn ja, wie kann ich denn gegebenenfalls ein Docker-Image deployen? Kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt supported an der Stelle? Ist das was, womit ich mich auseinandersetzen sollte oder ist das eher was, wo ich besser die Finger von lasse? Also man kann ein Docker-Image auch in Cloud Foundry deployen. Ist die Frage, ob man das sollte, ob das Sinn macht. Ja, also man kann das tun. Wir haben das Feature per Feature Flag per Default deaktiviert. Wenn man das aktivieren möchte, kann man das gerne machen. Ich würde allerdings, wenn ich ein fertiges Container-Image angeliefert bekomme, würde ich das eher direkt in ein Kubernetes deployen. Und dann würde ich eher ein Format nehmen, Paketierungsformat nehmen wie Helm. Ja, okay. Ist auch, glaube ich, noch gleich Thema. Ja, Helm war meine nächste Frage. Wunderbar, elegant hingeleitet. Genau, darum würde ich dann eher die Anwendung mit einem Helm-Chart beschreiben und dann direkt in Kubernetes deployen. Wenn ich allerdings nur einen Container habe und sonst alles in Cloud Foundry mache, dann kann man das natürlich auch direkt in Cloud Foundry deployen, wenn man sich sonst... Aber normalerweise wäre das, hätte das was von Atomraketen auf Spatzen. Ja, hatte ich ja anfangs auch schon mal gesagt, wenn man jetzt grundsätzlich alle Anwendungen angeliefert bekommt in fertigen Containern, dann macht Cloud Foundry einfach keinen Sinn. Muss man ganz klar sagen, weil dann brauche ich diesen ganzen Build-Prozess nicht. Das, was der mir automatisiert, das brauche ich dann nicht. Aber wenn ich selber Software baue, selber Software entwickle und entwickeln lasse und meinen Entwickler eine Umgebung bereitstellen muss, dann ist Cloud Foundry wirklich eine Erleichterung. Großartig. Und damit haben wir auch nochmal diese Unterscheidung quasi gemacht. Wann setze ich es ein und wann setze ich es nicht ein? Ganz kurz zu Helm, bevor wir hier abschließen und noch 2 Fragen beantworten, die jetzt schon eingegangen sind. Helm, du hast es jetzt so selbstverständlich benutzt. Was ist denn das und wie kann ich es verwenden? Also wo wird denn das eingesetzt? Ich habe das vorhin auch in der Stratos-Konsole gesehen. Hat das was direkt mit Cloud Foundry zu tun oder ist das eher nebenläufig? Wie muss ich das verstehen?
Also Helm könnte man, also eine Anwendung besteht ja in der Regel aus mehreren Container-Images. In einer klassischen Anwendung, ja. Genau, also anfangs hatte man in Kubernetes, man hatte halt ein Image, hat ein Image deployed, hat dann diese ganzen YAML-Dateien dabei gehabt. Jetzt wollte man aber irgendwie seine Anwendung, die aus mehreren Images besteht, irgendwie auch ein bisschen parametrisieren in der Testumgebung, andere Parameter als in der Produktionsumgebung. Ist eine statische Datei, sind Textdateien, wie kriege ich da jetzt Variablen rein? So, dann haben sich halt Entwickler überlegt, ich glaube, es war teilweise auch Microsoft, die haben es, glaube ich, mitentwickelt auch und noch eine andere Firma auch. Sie haben sich dann das Format Helm überlegt. Ist letztendlich okay. Nichts anderes als eine, also ein sogenanntes Helm-Chart, ist eigentlich ein Target-Z, wo eine Variablen-Datei drin ist, wo erstmal alle Variablen zentral drinstehen und die YAML-Dateien, die ich normalerweise in Kubernetes habe, die haben dann Platzhalter. Und das wird mit Jinja 2, mit diesem Template-Format Jinja 2 gearbeitet. Und ich habe dann Platzhalter, kann IFAB-Fragen machen und so weiter, um dann Variablen, je nachdem, abhängig von den Variablen, dann dort in diesen Sachen was zu machen. Das heißt, ich habe einfach ein per Variablen steuerbares Konfigurationsformat für Anwendungen. Das Image selber ist gar kein Bestandteil davon. Das Image selber liegt trotzdem irgendwo in meinem Docker-Hub oder sonst wo, in meiner Registry. Es geht einfach nur darum, dass ich die Textdateien habe mit Variablen. Dadurch habe ich eine Art, meine Anwendung zu beschreiben, was ich leicht weitergeben kann. Ja, dass du einfach dann, ich definiere das einmal, ich sage jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt meine super duper Carsten-Anwendung geschrieben, ja, und möchte die gerne an dich weitergeben, weil du auch Carsten heißt. Jetzt wirst du aber mit K geschrieben anstatt mit C, dann willst du da vielleicht irgendwo in der Variable was ändern. Und nicht die ganze Anwendung umschreiben oder so. Und dann kannst du einfach in der Variables-Datei einfach diese Variable ändern. Ne, was das heißt. Das heißt, ich habe im Grunde nochmal eine Abstraktion dann dort auf der Ebene von Helm bezogen auf Umgebungen, Variablen und so weiter und so fort, ohne dass ich jedes Mal ständig die eigentlichen harten Kubernetes YAML-Konfigurationsdateien nochmal dediziert anpassen muss, weil das im Grunde dann zentral definiert wird und ich nicht 50 YAMLs anpassen muss, sondern eine Datei zum Beispiel anpasse. Die SUSE Cloud Application Plattform, zumindest die Statuskonsole, unterstützt das ja so ein bisschen mittelbar. Ne? Du hast ja da diesen Reiter Helm mit dabei und das Ding pointet dann quasi auf mein Kubernetes und erlaubt es mir dann dort im Zweifelsfall einen Helm-Chart mit zu deployen, richtig? Genau. Die Charts werden in Repositories abgelegt letztendlich, also irgendein Webserver, wo halt die Liste ist, ne? XML-Datei. Letztendlich kann ich dann einfach diese Marketplace, könnte man auch sagen, so ungefähr angeben und habe dann einfach die Liste in meinem Stratos, welche Anwendung es da zur Verfügung gibt und kann dann einfach die direkt daraus deployen. Und gleichzeitig ist unser Cloud von dieselbe auch mit Helm paketiert. Also das macht auch das Installieren sehr, sehr einfach. Weil ich nicht jede einzeln deployen muss, um das zu installieren, sondern einfach nur für die Hauptkomponenten jeweils einen Chart habe. Darum kann ich das Ganze wirklich mit, keine Ahnung, einer Kommandozeile pro Helm-Chart letztendlich installieren. Cool. Carsten, lass uns hier einen Cut machen an der Stelle. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal eine Sekunde auf die Fragen eingehen wollen, die wir haben. Und zwar ist das zum einen die Frage, unterstützt Cloud Foundry Service Mesh? Ja, also aktuell ist es, glaube ich, noch nicht im Stable Cloud Foundry drin. Wir haben es bei uns auf der Roadmap stehen. Wir wollen auch Istio unterstützen, wird dann auch in Zukunft mitgeliefert. Es gibt andere Entwickler, Firmen, die auch in der Cloud Foundry Entwicklung beteiligt sind, die auch in diese Richtung entwickeln. Letztendlich gibt da in der Community die Bestrebung, halt Istio da supported zu kriegen. Genau, also wir haben es bei uns auf der Roadmap stehen, wird mit Sicherheit dieses Jahr irgendwann als Tech-Preview kommen und dann wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe des Jahres supported sein bei uns. Okay, cool. Dann zweite Frage und letzte Frage, die wir jetzt noch haben. Welche Tools stehen mir zum Aggregieren von Logs und zur Überwachung von Services zur Verfügung? Genau. Also alles, was in der Plattform passiert, wird in einen Logstream gepackt. Das ist der sogenannte Firehose. Also es wird einfach alles, was irgendwie geloggt wird, landet in diesem Stream. Und das kann man sich abholen. Das kann man auch umleiten, kann man auch woanders hin umleiten, wenn man das möchte. Und da kriegt man dann die Informationen wieder raus, kann man damit anderen Sachen verarbeiten, was man halt dann hat. Ob es ein
Logstash ist, Grafana ist zum Beispiel, mit dem man das aufarbeiten möchte, oder ein Splunk oder was auch immer. Das heißt, du stellst es, also im Grunde die Cloud Foundry stellt das zur Verfügung, eure Plattform, und ich integriere das in meinen schon vorhandenen Log-Aggregator oder was auch immer, in mein Central-Logging-System, whatever, und bin dann nicht gezwungen, parallel nochmal einen zweiten Stack zu administrieren oder sowas, sondern das klingt sich im Grunde ein. Ich kann mich im Grunde daran binden und habe es dann quasi in derselben Überwachung, wo ich auch zum Beispiel mein Kubernetes überwache, wo ich vielleicht auch Teile meiner Applikation überwache und so weiter und so fort. Also wir liefern zum Beispiel Prometheus und Grafana auch mit, ja, also mit Prometheus, um halt da auch Metriken halt zu sammeln und Grafana, um das zu visualisieren. Muss man aber nicht nutzen, kann man installieren, muss man nicht. Hängt letztendlich davon ab, wo die eigenen Vorlieben sind in der Richtung, was man selber schon hat vielleicht auch. Cool. Carsten, lass uns hier einen Cut machen. Nochmal der Hinweis an der Stelle auf die SUSE Developer Sandbox, mit der man die Cloud Application Plattform ausprobieren kann. Die ist, wie gesagt, kostenlos, nicht für produktive Workloads geeignet. Cloudical hilft natürlich gerne, wenn es um produktive Workloads geht. Man kann sie testen unter www.explore.suse.dev. Es gibt einen schönen Blogartikel dazu, den man sich anschauen kann, der das Ganze, auch das Deployment einer Applikation damit mal erklärt. Wir beide machen jetzt hier einen Cut. Heute Abend gibt es einen Mitschnitt auf YouTube. Das nächste Mal reden wir über ein Thema, was nicht ausschließlich Cloud Foundry ist, sondern eher das Gesamtumfeld mit anbelangt, nämlich Containersicherheit, und zwar richtig gemacht. Also wenn ich quasi Sicherheit in meine Deployments bringen möchte, was muss ich machen? Betrifft auf der anderen Seite auch wieder die Cloud Foundry mit. Du hast ja vorhin auch selber so ein bisschen gezeigt. Ich kann zum Beispiel ein Docker-Image mit nutzen als Basis für das, was ich dann deploye. Nicht selber deployen, das haben wir auch geklärt, aber eben mit benutzen können. Das Ganze findet dann in der nächsten Woche statt. Am nächsten Donnerstag, wenn ich im Kalender richtig geguckt habe, ist es der 4. Juni. Lieber Carsten, mir reicht's für heute. Mir reicht's nicht bezogen auf das, was du gesagt hast. Davon will ich viel, 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 viel mehr hören. Da freue ich mich dann schon total drauf. Danke dir für deine wirklich ausführlichen Erläuterungen, für die vielen, vielen beantworteten Fragen. Danke auch an die Zuschauer für die zahlreiche Teilnahme, auch da für die Fragen. Und hey, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder, richtig? Ja, danke auch. Bis nächste Woche. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.